Herzlich willkommen zur 38. Episode des Vitamin-Bäre-Podcast. Und nach langer Abstinenz gibt es heute endlich wieder eine neue Folge und ich wünsche euch ein grandioses Bergjahr 2019, Gesundheit und alles, was dazugehört. Und mein erster Gast für dieses Jahr ist Katrin Heckmann, vielleicht vielen eher bekannt als Fräulein Draußen. Und wir reden über eure Reisen nach Südafrika und nach Patagonien. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Wen habe ich wieder eingeladen? Tja, wen habe ich eingeladen? Endlich mal wieder eine Frau im Podcast und sie ist weit gereist. Vor allem ihre Südafrika- und Patagonienreisen haben mich träumen lassen und genau darüber reden wir heute. Willkommen Katrin alias Fräulein Draußen. Hallo. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist, dass es klappt. Erzähl kurz, wer bist du und was machst du? Für die, die ich nicht kennen sollten. Ich bin Katrin, aka Fräulein Draußen. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in München und bin Outdoor-Reisebloggerin. Und ja. Fräulein Draußen ist ja schon nicht, was heißt spezieller Name? Also ich hatte ja auch schon das Outdoor-Mädchen im Podcast. Wie bist du denn auf dieses Fräulein Draußen gekommen, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen, dass du so gerne draußen bist? Es kam eigentlich alles so zusammen. Ich habe, die Fräulein Draußen war so eine, also der Name war so eine Übernachteingebung, wie eigentlich auch der ganze Blog. Ich habe irgendwie, stand damals kurz vor meiner ersten Soloreise nach Schottland. Und bin dann tatsächlich auch irgendwie vorher auf die Corinna, also das Outdoor-Mädchen, gestoßen im Internet und habe mir gedacht, ach, das ist ja irgendwie ganz cool, das da so aufzuschreiben, was man erlebt hat und so weiter. Und habe es dann irgendwie in so einer Nacht- und Nebel-Aktion auch umgesetzt, sozusagen, mehr schlecht als recht, aber es war eben der Startschuss. Und genau, das war eigentlich auch die Zeit, wo das alles so ein bisschen angefangen hat mit dem Draußensein. Also ich habe dann tatsächlich dort in Schottland zum ersten Mal alleine wild gezeltet und war zum ersten Mal in unbekanntem Territorium, also nicht in den Alpen wandern. Und genau, und so hat sich dann alles irgendwie ergeben. Aber wie bist du überhaupt nach draußen gekommen? Also kommt das von deinen Eltern? Haben die dich früher mit rausgeschleppt oder... Also ich war schon immer, also als Kind war ich viel draußen und hatte dann irgendwie ein Pferd und einen Hund und bin auch bei München aufgewachsen, aber meine Eltern kommen nicht aus Bayern, deswegen waren es jetzt auch nicht so die Riesenbergfechse, sage ich mal. Wir sind zwar so für einen Urlaub dann irgendwie mal in die Schweiz gefahren oder so, aber halt nicht jetzt so jedes Wochenende irgendwie raus und hoch und überhaupt. Und dann, war ich, also gerade so in meiner Jugend und auch während der Uni habe ich eigentlich mit Draußensein nicht so wirklich viel am Hut gehabt. Und dann war ich mit Freunden, die haben mich dann einmal mit in die Alpen geschleppt, so ich glaube im letzten Jahr von der Uni oder so. Und da war es dann irgendwie plötzlich um mich geschehen. Da habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist ganz cool, das will ich irgendwie machen. Dann habe ich mir unseren Familienhund von damals geschnappt und bin jedes Wochenende irgendwie in die Berge. Und so hat es angefangen und dann bin ich wandern gegangen und habe quasi nie wieder so richtig damit aufgehört. Es hat dich gepackt. Was hat dich denn da gepackt? Also du hättest ja in München jetzt auch im Englischen Garten Gassi gehen können. Ja. Das ist natürlich ein bisschen weniger abenteuerlich. Also ich fand es schon irgendwie spannend, so ein bisschen die Herausforderung. Und ich meine, ich war damals auch nicht so richtig sportlich. Also das war selbst so ein kleiner Gipfel, war dann irgendwie schon auch eine körperliche Herausforderung für mich, sage ich mal. Und das hat mir einfach gut gefallen, mich auch wirklich mal so zu verausgaben und halt einfach draußen sein im Sinne von in der Natur sein und wirklich ein paar Stunden irgendwie nichts anderes sehen als Berge und Bäume und Blumen und was auch immer. Und natürlich dann auch gerade so am Anfang dieses auf dem Gipfel stehen und weiß, okay, man hat es jetzt hier hochgeschafft und die Aussicht und die Weite und es waren Sachen, die mir tatsächlich dann irgendwie immer gefehlt haben, von denen ich aber nicht wusste, dass sie mir gefehlt haben, dass ich eben dann mal wieder wandern gegangen bin, sozusagen.
Cool. Und Schottland, als dann dieses ganze Thema Bloggen quasi anfing, war das dann so ein Augenöffner, dass du gesagt hast, da geht noch mehr? Bezüglich dem Blog? Ja, also Blog und vor allen Nee. Dingen, ich will noch mehr Zeit draußen verbringen und nicht in einem Büro oder in München. Ja, das schon, ja klar. Also ich fand es schon, also das erste Mal Wildzeiten war natürlich auch, ich sag mal, ziemlich aufregend. Ich hatte da schon so, ja, auch so ein bisschen Schiss, sag ich mal. Irgendwie bin dann halt einfach auf so einen kleinen Hügel hochgelaufen mit meinem Zelt eine Stunde lang und hab da das Zelt aufgebaut und bin dann aber auch ganz schnell ins Bett gegangen, bevor es dunkel wurde. Hab mich dann auch nicht mehr rausgetraut und so. Aber es war schon so, ja, als ich diesen Gipfel dann am nächsten Morgen wieder runtergestapft bin, habe ich mich schon wie so ein richtig großer Abenteurer irgendwie gefühlt. Obwohl es ja eigentlich nichts war, aber man wächst eben mit seinen Aufgaben. Und ja, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht und dass ich auch, ja, das auf jeden Fall öfter machen will, draußen schlafen, wandern, einfach den Rucksack packen und alles, was man irgendwie braucht, reinpacken und loslaufen. Und genau. Das mit dem Blog war ja eine relativ langwierige Geschichte. Ich habe da am Anfang, also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Blogs, ich hatte überhaupt keine Ambitionen, da jetzt irgendwie großer Blogger zu werden oder sonst irgendwas. Ich fand es einfach irgendwie schön, ein bisschen meine Bilder da zu streuen und Geschichten, und weil es ja auch gerade am Anfang alles ganz aufregend war, eben wie gesagt, man hat dann da draußen geschlafen und dachte sich, man muss jetzt allen Leuten erzählen, wie toll das ist und wie abenteuerlich es ist und so weiter. Aber ja, ich habe da am Anfang echt vielleicht mal so einen Artikel pro Monat geschrieben und irgendwie eine Facebook-Seite dazu gemacht, aber das war es erstmal für lange Zeit, also wirklich irgendwie Hobby und einfach nur, wenn ich Lust hatte. Und es hat sich dann so ganz langsam mit der Zeit ergeben, dass ich irgendwie halt ja immer mehr gereist bin auch, immer mehr gewandert bin, immer mehr darüber geschrieben habe und dann natürlich auch irgendwie immer mehr gemerkt habe, was man mit so einem Blog auch alles machen kann. Zum Beispiel Geschichten über deine Reisen erzählen, auf jeden Fall. Genau. So, und da knüpfe ich jetzt mal an die letzte Podcast-Episode mit dem Ralf Ganzhorn an. Der war nämlich schon gefühlt 100 Mal in Patagonien. Vor 25 Jahren das erste Mal. Du warst letztes Jahr da, Ende Ja. letzten Jahres. Ja, im April. Okay, dann war es Anfang, dann. Südafrika war Ende. Ah, dann verwechsel ich das. Aber Also ich habe auch Südafrika warst du den, ja ja. schon zweimal. Ich schreibe ja immer nicht chronologisch, deswegen. Ah. Ja. So, deswegen würde ich gerne bei Patagonien anfangen. Wie hat es dich nach Patagonien verschlagen und wo warst du denn da alles? Patagonien ist natürlich so ein Ziel, was, glaube ich, bei vielen bis allen Leuten irgendwie auf der Wunschliste steht, weil man Glaube ich. einfach ja diese Bilder von der Bergwelt dort kennt und die Gletscher und die weiten Steppen, und es ist halt ja einfach so ein Traumziel für alle, die irgendwie wilde, weite Landschaften mögen. Und da habe ich tatsächlich relativ kurzfristig gebucht, weil ich irgendwie einen günstigen Flug gefunden habe, also relativ günstig für die Flugstrecke eben, und habe den dann gebucht und habe Auto gebucht und bin dann tatsächlich nur für 2 Wochen runter, was schon ein bisschen kurz ist, aber was damals nicht anders ging zeitlich. Und ja, habe quasi so einen Abenteuer-Roadtrip gemacht. Also hatte ein Allradauto und bin in Punta Arenas gestartet, also im Süden, und bin dann erst so durch Argentinien und ewige Schotterstraßen und ja, einfach nur durch die Steppe sozusagen, und bin dann eben rüber an die, was ist das, Westseite, wo eben die ganzen Berge sind, die man so kennt. Und habe dann eben Tageswanderungen gemacht und Trekkingtouren und genau. Die hast du dann alleine gemacht? Ja. Ganz alleine. Und hast du dich da sicher gefühlt? Also klar, Ja. Also ich meine, es gibt natürlich, klar, also ich meine, ich war jetzt letztes Jahr, also da habe ich schon ja so ein paar Reisen hinter mir gehabt, sage ich mal, auch alleine. Also es wäre jetzt bestimmt keine Reise gewesen, die ich von Anfang an irgendwie alleine gemacht hätte.
Aber ja, also ich habe mich immer hundertprozentig sicher gefühlt. Ich meine, ich war jetzt auch nicht irgendwie alleine auf den Gletscherfeldern unterwegs oder so. Ich habe natürlich schon eher so Touren gemacht, die dann auch, ja, so die Klassiker, sage ich mal, die dann eben auch ausgebaut sind, also ausgebaute Wanderwege und solche Geschichten. Und was hat dich da so am meisten? Also war es jetzt der Cerro Torre oder Fitzroy? Was war da so das Lieblings- oder eindrücklichste? Ich hatte ja so ein bisschen Pech tatsächlich mit dem Wetter oder mit den Wolken, besser gesagt, weil die doch relativ konstant vor den Gipfeln hingen, die ich eigentlich sehen wollte. Ich habe zwar immer so ein bisschen was gesehen, aber nie so in voller Pracht, sage ich jetzt mal. Aber das ja, war auf jeden Fall trotzdem schon mehr als ausreichend. Also, das sind schon ja krasse Anblicke, die man da irgendwie bekommt. Und ja, so das schönste Erlebnis war auf jeden Fall, ich habe quasi dort bei El Chalten, also wo eben Cerro Torre und Fitzroy sind, habe ich so eine zwei, also mit 2 Nächten im Zelt sozusagen eine 3-Tagestour gemacht und habe eben einmal sozusagen im Basislager von Fitzroy geschlafen und einmal im Basislager von Cerro Torre. Und letzterer ist dann, da ist dann quasi das Camp unmittelbar neben der Lagune, wo man dann eben den Blick hat auf den Berg. Und dann bin ich halt ganz früh aufgestanden und habe dann so quasi das erste Sonnenlicht dort abbekommen. Und es war halt wirklich so mit den riesigen Eisblöcken, die in der Lagune geschwommen sind. Und alles wurde dann irgendwie so pink und lila und alles zusammen, wo dann die Wolken auch wieder ganz gut waren, weil die halt so ein besonderes Licht nochmal geschaffen haben. Und trotzdem hat man immer den Berg so ein bisschen durchblitzen sehen und so. Das war schon ziemlich beeindruckend, weil halt auch. Also da ist schon relativ viel los. Das sind so die beliebtesten Wanderungen in Patagonien, die man machen kann, aber die meisten Leute machen es halt als Tageswanderung und schlafen nicht dort. Und ich hatte halt tatsächlich, also so ein paar Leute waren noch dort, aber also die halt auch dort genächtigt haben, aber es war halt einfach komplett ruhig und ja, man konnte das so quasi ganz für sich allein angucken. Und das war schon cool. Ich und die Pumas. Ja, die habe ich nicht gesehen. Doch, die habe ich auch gesehen, aber woanders. Und ich hätte sie beinahe überfahren. Oha. Ja, habe ich aber nicht. Du bist ja dann auch noch auf der chilenischen Seite, da zu den Torres del Paine, aber ich kann es nicht mehr aussprechen. Ja, ich weiß auch nicht so genau, aber. Torres del Paine Massiv. Genau. So zu diesem berühmten Blick, wo die drei Tores quasi auch daneben über dem See sind und so weiter. Ja. Bist du da auch die Runde gelaufen oder bist du einfach den Tagesausflug da hinten zu der Hütte und dann hoch? Da habe ich den Tagesausflug gemacht. Also ich hatte mir erst überlegt, diesen W-Track oder O-Track, den es dort ja gibt, diesen berühmten Track, den man machen kann, zu gehen, aber da muss man irgendwie alles vorbuchen und teilweise ewig weit im Voraus und so weiter. Und dann ja, sind die Unterkünfte auch oft relativ überfüllt und die Campingplätze jetzt auch nicht unbedingt die schönsten, also zumindest nicht auf diesem W-Track, wo man halt irgendwie, ja, dieser kurze Track, den man dort eben machen kann. Und genau, letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil es halt auch total viele tolle Tageswanderungen dort gibt. Also auch so, wo man jetzt nicht, also diese Tracks gehen ja quasi direkt um dieses Bergmassiv drumherum, aber man hat dadurch eigentlich nie so diesen Blick aufs große Ganze. Und genau, ich habe mich dann eben für Tageswanderungen entschieden und eben einmal zu dem zu der zum zu dem zu den drei Türmchen hoch natürlich, und aber auch so ein paar andere, wo man dann eben wirklich so, ja, eigentlich nur auf so einem langweiligen Nebengipfel steht, aber man sieht halt alles. Man sieht die ganzen Berge, man sieht den Gletscher und hört den Gletscher und sieht den See und alles. Alles. Alles im Blick. Kann ich mich auch noch gut erinnern, bei uns war einfach nur richtig fett Wind. Also das war. Ja, tatsächlich hatte ich fast keinen Wind die ganze Zeit. Also so ein paar Tage gab es, wo es dann auch ordentlich geblasen hat, aber was Wind anging, war ich ganz gut dabei. Also nicht gut dabei, wie auch immer. Ich hatte wenig Wind. Ja gut, ich Ungewöhnlich glaube, wenig Wind. der Vorteil ist, glaube ich, in Patagonien, wenn es windet, dann weht es die Ja, Wolken eher weg. Also. das stimmt.
Das Hat Vor- und Nachteile. Das stimmt. Wobei man, glaube ich, trotzdem oft genug, also gerade so eben Fitzroy und so, ich glaube, die sind schon echt oft hinter Wolken versteckt. Was denkst du denn, oder nicht, was denkst du, was würdest du denn sagen, inwieweit unterscheiden sich denn die patagonischen Berge von den Alpen zum Beispiel? Also wenn du jetzt in den Alpen unterwegs bist, gegenüber Patagonien, was ist der Unterschied? Also so vom Wandern her, vom Ausblick, vom Rankommen und so weiter. Es gibt natürlich viel mehr Eis, Eis und Schnee irgendwie. Das ist, glaube ich, so ein Unterscheidungsmerkmal. Und so, ja, so diese Schroffe und diese ganzen Zacken und so, das ist irgendwie, ja, es wirkt alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, aggressiver, weniger lieblich. Und ja, das hat mich irgendwie schon fasziniert. In den Alpen hat man ja doch oft irgendwie dann grüne Almen und solche Geschichten. Ja, sucht man da eher vergeblich. Und ja. Ich hatte es damals immer so ein bisschen verglichen mit Patagonien sind die Alpen über 3000 Meter. Ja, so kann man es wahrscheinlich auch sagen. Ja, Ja, nur halt viel klar, tiefer. so über der Baumgrenze halt sozusagen. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt bleiben wir mal auf der Südhalbkugel, gehen aber ein Stück weiter nach Osten. Osten, ja. Ja. Du warst inzwischen auch schon zweimal in Südafrika. Ja. Südafrika war mir so als Wanderland nur sekundär irgendwie im Kopf drin. Ich weiß, dass man da super rennen kann. Unter anderem auch bei deiner ersten Destination, wo du zusammen mit der Erika warst, in den Drakensbergen. Das war die zweite. Das war die zweite? Ah, Ja. nee, das erste Da war dieser Trail, ne? Amatola Trail, genau. Im Ja. Februar waren wir in der Provinz Eastern Cape, also so rechts unten, auf dem Amatola Trail also das ist ein 6-Tages-Trail, 100 Kilometer. Und jetzt waren wir eben im Spätherbst nochmal dort und haben 11 Tage Trekking in den Drakensbergen gemacht. Also zweimal Berge, aber ganz unterschiedliche Berge. Warum unterschiedlich? Ja, die Drakensberge sind halt das höchste Gebirge des südlichen Afrikas, also nicht nur Südafrikas, sondern der ganzen südlichen Länder in Afrika sozusagen. Das heißt, wir waren eigentlich konstant über 3000 Meter, was auch heißt, dass es dort keine Bäume oder irgendwas mehr gab. Und die Amatola Mountains, wo der andere Trail eben war, die sind eigentlich, ja, vor allem so für, da gibt es ganz alte Wälder und Wasserfälle und also da wandert man eigentlich eher die meiste Zeit irgendwie durch Dschungel und so. Und ja, das war eigentlich schon so ziemlich genau das Gegenteil von den Drakensbergen, wo wir eben überhaupt keinen Baum gesehen haben für 11 Tage. Und wie ist es dort mit der Sicherheit? Also Südafrika ist ja doch jetzt in bestimmten Gegenden nicht unbedingt der Platz, wo ich jetzt nachts alleine rumlaufen möchte. Tatsächlich ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Es gibt halt so ein paar Orte, wie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche dunklen Vororte vor Johannesburg oder irgendwie solche Geschichten, wo man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss. Aber es gibt ja so, also ich habe jetzt nach den Drakensbergen bin ich auch noch 2 Wochen alleine durchs Land gefahren, habe viele Tageswanderungen und so weiter gemacht. Ich habe mich da nie irgendwo auch nur ansatzweise unsicher gefühlt. Also ich glaube, es ist schon eigentlich ein sehr sicheres Land zum Reisen, auch für Alleinreisende und Frauen und überhaupt. Und Genau. bei eurer ersten Reise auf dem Amatola Trail, da war der wirklich, also ich scroll gerade mal hier die Bilder durch auch, da sah der wirklich durch so eine sehr grüne Landschaft und so weiter gegangen, aber irgendwie sehe ich da keine anderen Menschen. Also war der wirklich dann diese 6 Tage für euch auf euch alleine gestellt oder habt ihr zwischendurch mit anderen Menschen gesehen? Also Da war haben da wir eine Verpflegung tatsächlich und sowas? gar keinen Menschen gesehen. Da hatten wir alles dabei, was wir gebraucht haben an Verpflegung und so weiter. Es gibt dort aber so ein Hüttensystem. Also es gibt 5 oder 6 so ganz einfache Hütten, wo man quasi nur irgendwie eine Wasserquelle hat und so ein paar Stockbetten, wo man dann seinen Schlafsack und so weiter ausbreitet. Das heißt, wir mussten kein Zelt mittragen.
Aber ansonsten haben wir tatsächlich keine Menschenseele gesehen. Es gibt zwar dort schon, also man ist jetzt nicht so komplett ab vom Schuss, man läuft durch so ein paar Forstgebiete und ja, auch mal auf einer Forststraße oder sowas, aber ja, da war niemand. Also wir waren quasi 6 Tage lang ganz unter uns. Mädelsausflug. Und wie habt Ja, ihr das dann mit sozusagen. dem Trinkwasser und mit der Verpflegung gemacht? Also Essen hatten wir komplett dabei und Trinkwasser, also dadurch, dass es eben Urwald und viel, also dort regnet es relativ viel tatsächlich und es gibt Wasserfälle und Bäche und alles. Also es war gar kein Problem. Wir hatten dann einfach einen Wasserfilter dabei, den wir aber, glaube ich, eigentlich auch fast nie benutzt haben. Weil das Wasser immer ja relativ klar war und jetzt keine, also manchmal gab es irgendwie Kuhweiden, da haben wir es dann gefiltert, aber sonst haben wir es einfach so getrunken und ja, Essen für 6 Tage geht schon mal. Also zum Schleppen sozusagen. Und da bei den Drakensbergen, ich meine, jetzt auf 3200 Meter, also doch schon ein ganzes Stück höher, da muss man ja schon vieles mehr mit schleppen, also sei es jetzt warme Klamotten, Winterausrüstung oder was auch immer. Und ich kenne auch andere Bilder, also das erste Bild, was ich jetzt von dir hier sehe, auf der Seite, ist halt ein Betonweg. Ich vermute mal, das war nicht die ganze Zeit. Du schreibst auch Das weiter. war, ja. Das war relativ am Anfang wahrscheinlich dann, ne? Das war die große Ausnahme, ja. Also doch eher weglos wahrscheinlich, ne? Ja, also komplett tatsächlich. Also es gibt dort, es gibt zwar so in den, also das war tatsächlich, also man muss sich das so vorstellen. Es ist halt, man hat dieses Gebirge dort, es gibt diese große bis zu 1000 Meter tiefe Steilkante, wo das Gebirge dann eben abbricht, was gleichzeitig auch die Grenze ist zwischen Südafrika und dem Nachbarland Lesotho. Und da oben wandert man quasi immer auf so einem Hochplateau. Und es gibt nur relativ wenig, also es gibt nur einen Bergpass, der überhaupt durch dieses Gebirge führt, also für Autos, was dann aber auch eine ja, relativ abenteuerliche Schotterstraße ist. Und ansonsten gibt es nur relativ wenig Zugänge überhaupt, um da hochzukommen. Es gibt halt so ein paar Pässe, wo man dann halt irgendwie an dieser Steilkante auf schmalen Pfaden hochwandert. Aber der Ort, wo wir eben gestartet sind, ist einer der wenigen Zugänge, wo man einigermaßen mit dem Auto auch hinkommt. Und dort gibt es dann eben einen Parkplatz und diese Tageswanderung zum Drakensberg Amphitheater. Das ist eben so ein ja, berühmter Teil von den Drakensbergen ist, weil es da eben so diese steilen Klippen gibt und den, ich glaube, zweitgrößten, höchsten Wasserfall der Welt. Und genau, da war eben der erste Teil des Weges asphaltiert. Das aber war auch so ziemlich der einzige Weg, den wir überhaupt hatten. Also es gibt dann eben noch in den niedrigeren Lagen der Drakensberge so ein paar Wanderwege und so weiter. Aber dort oben, wo wir waren, war tatsächlich alles mehr oder weniger komplett weglos. Wir hatten manchmal so ein, ja, so eine Art Hirtenpfad, dem wir folgen konnten, aber das war es tatsächlich auch. Jetzt schreibst du hier, dass die Anforderungen, klar, du musst dich irgendwie orientieren können, aber grundsätzlich, dass es auch für Anfänger geeignet ist. Wenn ich mir aber jetzt so ein paar Bilder ansehe, dann ist das ja schon eine ganz schöne steile Sache zum Teil. Wie ist es da mit Schwindelfreiheit oder sowas oder Trittsicherheit? Also grundsätzlich für Anfänger geeignet, weil man eben kein, also man braucht jetzt keine Bergsteiger-Skills oder sowas. Man muss jetzt nicht irgendwie, ja, was Besonderes können. Man muss natürlich Gepäck tragen können. Man muss auch mit der Höhe klarkommen, weil so ab 3000 Metern merkt man das schon, finde ich. Gerade wenn man jetzt nicht so übermäßig fit ist. Und die Herausforderung ist aber schon vor allen Dingen eben dieses Weglose und auch, dass das Wetter jederzeit schnell umschlagen kann. Und wir waren dort auch mit Guides unterwegs, also nicht, also ich war wieder mit der Erika dort und wir hatten zwei südafrikanische Guides dabei, die quasi auch die Route für uns geplant haben und die dann einfach dort komplett die Zeit mit uns unterwegs waren. Und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben und ich glaube auch in Erikas Leben, dass wir eine Trekkingtour mit Guides gemacht haben, aber das war irgendwie tatsächlich ziemlich cool, weil die halt genau wussten, wo ist Wasser, wo gibt es tolle Ausblicke von der Kante, wo kann man gut zelten.
Ja, und eben auch so in Sachen Orientierung Bescheid wussten, wenn wir dann irgendwie im Nebel gestrandet sind und so weiter. Und das würde ich Anfängern, glaube ich, schon empfehlen. Also gerade wenn man keine Erfahrung hat mit weglosem Gelände und Orientierung im, ja, wenn man letztendlich nichts mehr sieht und so weiter, dann macht es schon Sinn. Und es ist auch, ich sag mal, verhältnismäßig günstig in Südafrika. Ich weiß jetzt nicht genau, was das gekostet hätte, weil das auch eine Kooperation war mit dem Tourismusamt von Südafrika, aber es ist auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn man sich jetzt zum Beispiel in der Schweiz einen Bergführer nimmt für 11 Tage, was wahrscheinlich unbezahlbar Ja. wäre. genau, was war die Frage? Alles gut. Jetzt habe ich meins vergessen schon wieder. Es ist Achso, Jahresanfang. du hast ja gefragt wegen Ach so, ja, Schwindelfreiheit. genau. Es gibt dort eine Passage, die relativ viele Leute laufen, das nennt sich die Bell-Traverse. Für die muss man ein bisschen schwindelfrei sein, zumindest für einen Abschnitt. Die kann man aber auch umgehen. Das Einzige, wo wir eigentlich schwindelfrei sein mussten, war, wir haben eine Nacht, das war richtig cool, in einer Felshöhle übernachtet, also wirklich so eine kleine Felshöhle inmitten dieser Steilwand, wo wir dann einfach unsere, ja, da hatten vielleicht maximal 6 Leute Platz und wir haben da einfach unsere Isomatten und Schlafsäcke ausgebreitet und hatten dann wirklich so komplett diesen Blick auf Sternenhimmel in der Nacht und Sonnenaufgang am nächsten Morgen und so weiter. Und dorthin hat nur so ein relativ ausgesetzter Pfad geführt. Das Aber werde das ich dann muss man nicht nicht erleben. machen. Ja. Also es geht auch ohne, genau. Dann würdest du jetzt sagen, so, wenn man das mal mit einer Alpenquerung vergleicht, ist es anstrengender oder schlimmer? Ist das besser, weil einsamer? Also. Also ich habe jetzt noch keine Alpenüberquerung gemacht. Einsamer ist es definitiv. Also wir haben in den 11 Tagen, ich glaube, fünfmal andere Wanderer getroffen, was aber laut unseren Guides auch schon relativ viel war. Es war Also es kann da auch, überlaufen quasi. ja, also schrecklich. Schrecklich, nee, genau. Aber also einsam ist es auf jeden Fall anstrengender. Ja, man muss halt relativ viel, also wir hatten einen Resupply zwischendurch, das heißt, am 6. Tag sind Leute in einem ziemlichen Gewaltmarsch irgendwie zu uns da hochgelaufen und haben uns quasi unsere zweite Essensration gebracht, was eben auch durch die Guiding Company Möglich war oder gemacht wurde. genau, organisiert wurde. Und genau, aber wir mussten natürlich trotzdem zweimal dann Essen für 6 Tage mitschleppen und dann eben dazu auch Ausrüstung für Minusgrade und für, ja, wir hatten schon auch echt mal schlechtes Wetter mit Sturm und Gewitter und solche Geschichten. Also da braucht man schon relativ standfestes Zelt und warmen Schlafsack und so weiter, auch im Sommer, einfach eben durch die Höhe. Und genau, also das macht es natürlich anstrengend. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, was wir so an Höhenmetern pro Tag hatten, wahrscheinlich so 500, 600 im Aufstieg. Also das war okay. Aber wir haben jetzt auch eine relativ human geplante Tour gehabt. Man kann sich das eben einfach komplett frei einteilen, dadurch, dass man sowieso nicht zur nächsten Hütte muss oder sonst wie. Dadurch, dass wir halt auch viel fotografieren wollten und filmen wollten und so weiter, aber haben sie mir da keine 20 Kilometer am Tag gelaufen oder so. Aber genau, also es war eigentlich echt entspannt und die richtige Mischung aus Herausforderung und Urlaub. Von der Weite her, also ich habe jetzt hier dieses eine Bild, wo ihr dort in der Höhle übernachtet. Der Ausblick, das ist ja schon sehr weit. Ist das dann dieser Blick Richtung Lesotho oder? Nee, also wir sind quasi die ganze Zeit mehr oder weniger an dieser Steilkante entlang gewandert, weil man dort eben einfach die Ausblicke immer hat. Und das, worauf man schaut, ist quasi die ganze Zeit Südafrika, also was quasi unterhalb dieser Steilkante liegt. Und ja, das war schon richtig cool, weil man sich da oben halt einfach so gefühlt hat wie komplett in einer anderen Welt. Und trotzdem hat man irgendwie da unten dann irgendwie so kleine Dörfchen am Horizont gesehen und solche Geschichten. Das war irgendwie eine coole Erfahrung. Und was ich richtig cool fand, war,
also man kennt, glaube ich, außer diese Bilder, wenn man schon mal ein Bild von den Drakensbergen gesehen hat, dann ist es meistens so ein Bild, wo irgendwie so Wolkenschwaden immer so über diese Kante fließen sozusagen. Und das war schon irgendwie ziemlich beeindruckend und cool. Also ich denke mal, du kannst es auf jeden Fall empfehlen. Und für alle, die das jetzt machen wollten, was würdest du denn zur Vorbereitung empfehlen? Also wie gesagt, entweder mit Guiding, mit Guides das Ganze zu planen oder ansonsten halt wirklich sich die Karten besorgen und sich genau die Route anschauen und recherchieren und so weiter. Das ist jetzt nicht so. Also es gibt zwar so ein paar Routenvorschläge, aber es gibt jetzt keine festgelegten Wanderwege oder irgendwie so. Das heißt, man muss sich schon genau überlegen, was man dann dort machen will. Mhm. Ansonsten halt so ein bisschen Grundfitness sollte man natürlich schon mitbringen, eben durch das Rucksackgewicht und so weiter. Also ich weiß gar nicht, was meiner gewogen hat, aber bestimmt. Ich meine, gut, wir hatten halt auch noch Kamerasachen dabei und Erika natürlich ihre Drohne und so weiter. Und ich irgendwie mein großes Objektiv, weil ich dann irgendwie Gaia fotografieren wollte und so. Was wahrscheinlich schon über ein Kilo wiegt, aber ja, ich habe bestimmt 20 Kilo oder so getragen. Wie habt ihr das da mit den Batterien gemacht, also jetzt auf die Kamera bezogen? Also so ein bisschen Grundfit mit meinem Ganzen. Muss man sich da, glaube ich, nicht. Wir hatten relativ viele dabei und per USB-Laden dann Top-Packs dabei. Wir hatten auch Solarpanels dabei, beide, aber die haben wir eigentlich nicht wirklich benutzt, weil unsere Powerbanks daraus gereicht haben. Man hat halt auch nicht so wirklich Handyempfang da oben, das heißt, man kam jetzt auch nicht in Versuchung, irgendwie großartig das Handy zu benutzen oder sonst irgendwas. Das heißt. Und ansonsten, also ja, ich bin immer erstaunt, wie lange diese Kamera-Akkus dann doch halten. Ja. Genau. Wirklich mal abschalten, das ist doch auch schön. Jetzt hast du ja die ganzen Sachen hinter dir. Jetzt bist du gerade auch nicht in Deutschland, sondern unterwegs arbeiten. Ja. Was hast du denn so diesen Sommer vor? Oder dieses? Weiß ich noch gar nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe so ein paar Sachen in Deutschland ausnahmsweise mit dem Plan. Sammeljäger mit Bergen, also zum Beispiel, ich fahre nochmal nach Brandenburg und solche Geschichten. Also das Gegenteil von Berge. Ansonsten habe ich tatsächlich überhaupt nichts geplant. Ich bin natürlich wieder am Überlegen, weil letztes Jahr habe ich keine längere Fernwanderung gemacht. Das würde mich schon mal wieder reizen. Nee, keine Ahnung. Lass es dieses Mal irgendwie auf mich zukommen, nachdem ich die letzten Jahre irgendwie immer komplett schon alle Ideen gefestigt hatte und so weiter, bin ich, glaube ich, dieses Mal irgendwie flexibel und gucke, was so kommt. Also damit der Aufruf, damit der Katrin nicht langweilig wird, wer eine gute Idee hat. Afrika. Ja, immer damit. So. Gut, zum Abschluss, da stelle ich immer noch meinen Gästen die gleichen Fragen quasi. Kurze Frage, kurze Antwort. Ich mach mal kurz mein Video. Oh, kurze kurz. Antwort. Ja, kurze Antwort. Berge oder Meer? Dein Favorit und warum? Ich bin jetzt wahrscheinlich die Erste, die Meer sagt, oder? Aber nein, bist du tatsächlich nicht. Nein. Ich glaube, im Zweifelsfall würde ich mich tatsächlich fürs Meer entscheiden, weil ich einfach Weite liebe. Also so möglichst weit gucken bis zum Horizont. Und das geht in den Bergen nur, wenn man oben drauf steht. Also immer oben. Und, genau. Oder natürlich beides zusammen. Es geht ja auch manchmal so. In Norwegen oder so zum Beispiel. Das ist natürlich dann der ultimative... Die ultimative Kombi. Oder Madeira, wenn du noch nach einem Urlaubsziel suchst, ich kann da Madeira empfehlen. Sehr gut. Dann, wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Alleine natürlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste, würde ich tatsächlich einfach
Lesen, wandern und ansonsten gar nicht so viel tun. Also ich stelle irgendwie immer mehr fest, dass mir da tatsächlich nicht langweilig wird, wenn ich das so mache. Ich habe es zwar noch nicht 3 Monate lang gemacht, aber ich versuche schon mir zwischendurch immer mal so Auszeiten zu nehmen und ja, damit komme ich ganz gut klar. Gesellschaftsdetox. Genau. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Beides gleich schön. Sonnenaufgang finde ich cool, weil man dann, weil es das heißt, dass man früh aufgestanden ist, schon was Tolles erlebt hat und trotzdem noch den ganzen Tag vor sich hat. Ohne welches Gadget oder Ausrüstungsgegenstand gehst du nie in die Berge? Ich habe relativ spießig immer mein Sitzkissen dabei. Ein Und isoliertes Sitzkissen. Unter okay. anderem, weil ich halt meistens in Leggings unterwegs bin, mit denen man sich einfach eher schlecht mal schnell auf irgendwelche Steine oder so setzen kann. Und dann hole ich immer schnell mein Sitzkissen raus, immer griffbereit und dann kann ich pausieren. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen, also Magazine, Zeitschriften oder was auch immer, für mehr Berge. Die Erika natürlich, meine liebe Trekkingbegleitung, also Uligunde. Auch wenn ich wahrscheinlich nie irgendwas von dem, was die tut, tun würde. In Sachen Klettern und Skitouren und so weiter. Aber es sieht einfach cool aus, was sie macht. Dann mag ich den Blog Berghasen aus Österreich ziemlich gerne, weil die einfach, ja, ich glaube, die sind einfach nur in den Bergen unterwegs und sind auch Sportwissenschaftlerinnen und das finde ich immer ganz spannend, was die dann auch so, ja, mal über Training und so weiter erzählen. Und ein Blog, dem ich auch quasi von Anfang an folge, ist travelita.ch, also aus der Schweiz, weil die einfach mega schöne Fotos macht und einfach, ich glaube, schon die ganze Schweiz bewandert hat und ich auch gerne mehr in die Schweiz würde. Auf geht's. Ja, ich weiß. Bald. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also stell dir vor, du müsstest, ich kann jetzt nicht sagen, 3 Monate in Schweden sein, Bergweh Grundsätzlich glaube ich einfach rausgehen, auch wenn es keine Berge sind. Weil, ja, es ist immer noch tausendmal besser als nichts. Einfach irgendwie durch den Wald laufen oder über die Wiesen hüpfen oder wie auch immer. Hauptsache draußen sein. Genau. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Ich höre gerade tatsächlich endlich mal seit Tausenden von Jahren, dass ich muss da mal weg von Harpe Kerkeling, der wäre bestimmt ganz witzig als Okay. Podcast-Gast. Ansonsten vielleicht tatsächlich die Berghasen ganz spannend zum Thema Training für Berge und für Bergsport und so weiter. Ich glaube, die wissen da ganz viel und das ist sicher für viele auch ein Thema. Okay. Sonst noch jemand, wo du sagst, so spontan, das wäre geil? Nee. Okay, dann gibt es die Berghasen In der Reihenfolge. und Schafe. Sehr gut. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Katrin, dass das geklappt hat und dass du es uns ein bisschen mitgenommen hast nach Südafrika und Patagonien. Ich werde auf Sehr jeden Fall gerne. alles verlinken, auch die deine Schottlandreise, weil da fand ich das natürlich sehr, sehr eindrücklich, also wie du da berichtet hast. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich mal irgendwann wiederzusehen. Wenn du in Richtung Schweiz aufbrichst, dann sagst du mal Bescheid. Das mache ich. Und ja, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.